meine Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. The Forest. Ich habe es vor einiger Zeit schon gespielt, eigentlich von Anfang an. Habe es jetzt ein bisschen liegen lassen, seit Version 0.04, glaube ich. Und dachte mir, ich gehe jetzt mal wieder ran. Es sind einige Patches gekommen. Wir sind jetzt bei 0.08c. Und ich glaube, es ist einiges dazugekommen. Ich möchte mich ein bisschen orientieren. Ich habe mir die Patch Notes schon ein bisschen durchgelesen. Naja, ich habe mal drüber geflogen und möchte jetzt einfach mal wieder ein bisschen zocken. Das zusammen mit euch. Und dementsprechend kann es jetzt losgehen mit dem Intro. Ich will gerade nicht lange palavern. Und wir schauen mal, was sich alles so verändert hat. Viel Spaß bei Graf Porno und The Forest. Wir sind wieder im Flugzeug, hier unser Kind, hier die dunkle Nacht mit den radioaktiv strahlenden Wolken und hier dieser wunderschöne LED-Monitor, wollte ich jetzt gerade sagen. Und schon geht es abwärts, ein Flugzeugabsturz. Wir sind in heller Aufregung, Panik, Panik, Panik. Sohn, was willst du mit meinem Sohn? Ja, also, da sind wir wieder im Forest, im Wald und los geht es. Wie gesagt, ich habe jetzt schon ein paar, eine gewisse Zeit lang nicht mehr gespielt. Es geht immer gleich los. Wir plündern das Raumschiff, wollte ich gerade sagen, das Flugzeug. Und nehmen... Das gibt es ja immer noch. Furchtbar. Dieser Schrittzähler. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, das ist einfach das nervigste, lästigste Ding. Und unnütz ohne Ende. Aber nun ja, gut. Wichtig ist, dass wir genügend Alkohol mitnehmen. Denn auch im Wald kann man gar nicht genug saufen. Kann man sich die Frauen gar nicht schön genug saufen, wollte ich gerade sagen. Nein, kann man gar nicht genug trinken. Wir brauchen das allerdings für Molotow-Cocktails. Ist ja auch okay. So. Bevor ich jetzt runtersteige, es geht ja gleich nämlich schon wild los. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, wenn wir dieses dieses Flugzeug gleich sozusagen aus dem Flugzeug gleich raus sind, geht es eigentlich gleich los. Wir können jederzeit in die Arme von den Eingeborenen oder den Kannibalen laufen. Es gibt jetzt ja zwei verschiedene Stämme. Einmal die Kannibalen, die uns fressen wollen, und die Eingeborenen, die uns nur töten wollen, ohne uns zu fressen. Vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal Zombie-Vampire, die uns nicht nur fressen und töten wollen, sondern uns auch wieder auferstehen lassen wollen, damit auch wir wieder fressen und töten können. Man weiß es nicht. Aber jetzt gibt es nur diese beiden Stämme. Und es würde gleich sofort losgehen, das heißt, der Überlebenskampf geht gleich los. Es ist am besten, wir suchen uns relativ schnell gleich einen Ort, wo wir uns eine schöne Behausung bauen können. Ja, super. Da vorne läuft, da läuft schon einer. Ich glaube, diese Krabbler, das sind die Kannibalen. Aloe Vera. Ja, warum nicht? Mein Plan ist es, jetzt vielleicht gar nicht so ein super langes Let's Play zu machen. Ich möchte euch alles zeigen, möchte selber auch alles mal ein bisschen anspielen und mal gucken, was hier einfach so geht momentan. Das können 4 Folgen werden, das können 5 Folgen werden, vielleicht auch länger, je nachdem, wie lange es uns, also dir und mir und euch und überhaupt, wie lange es Spaß macht. Das ist das Wichtigste und dementsprechend lege ich mich da jetzt mal nicht so auf ein langes Let's Play fest. Aber es gibt eine Menge Neues zu entdecken, habe ich gehört. Und dementsprechend kann das schon die ein oder andere Folge werden. Okay, gut. Wir schauen uns jetzt erstmal um. Ich muss mich gerade mal erstmal ein Stückchen orientieren, wo wir überhaupt sind.
ich bin ja gerne unten am Meer, schlage gerne am Meer unten meine Behausung auf. Würde mich jetzt auch ganz gerne dahin durchschlagen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich kann euch erzählen, dass ich jetzt vor einiger Zeit mir gerade einen neuen Rechner zugelegt habe. Mit relativ hochwertigen Komponenten. Also einfach ein viel geileres Ding als das, was ich vorher gehabt habe. Und sehe jetzt The Forest tatsächlich auch erst das erste Mal richtig so, wie es halt auch, wie es gemeint ist. Also Pilz war giftig. Von den Entwicklern. Ich habe tatsächlich mit dem PC, den ich vorher hatte, war The Forest möglich zu spielen. Es war jetzt halt nicht so super schön. Und jetzt kann man halt auch diese ganzen Effekte halt auch sehen, ne? Mit die Lichteffekte, die ich echt schön finde, oder teilweise Texturen, die wirklich schön sind. Die Entwickler sind da halt auch wirklich fleißig, so wie ich das sehe, und machen und tun da auch wirklich. Bei den Eingeborenen sind sie, glaube ich, noch nicht so weit. Die sahen schon von Anfang an irgendwie ein bisschen schäbig aus. Anscheinend das Einzige, was wichtig war, ist die Brustgröße der eingeborenen Damen etwas zu optimieren. Finde ich ja auch nicht unwichtig. Kann man machen, muss man aber nicht. So, ich bin mir momentan jetzt gar nicht so richtig im Klaren darüber, wo ich bin. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Und schau mal, was ist denn das da unten? Anscheinend hat sich hier auch landschaftsmäßig ein bisschen was verändert. Das ist ja spannend. Guck, hier liegt gleich ein Eingeborener. Zack. Nehmen wir alles mit. So, ja, für alle, die The Forest nicht kennen, es geht hier ums Überleben, das nackte Überleben. Wir sind, wie gesagt, wie ihr schon gesehen habt, abgestürzt auf einer Insel. Und momentan sind wir sozusagen dabei, uns, das sollte immer der erste Weg sein, sich eine Behausung zu bauen. Denn tatsächlich ist auch nur da, solange man eine Behausung hat, also einen Unterschlupf, kann man speichern. Nur dann ist das möglich. Wenn man die nicht hat, dann geht es nicht. Ernähren müssen wir uns hauptsächlich momentan von den Tieren, die hier von den Entwicklern in das Spiel eingepflegt wurden. Also wir haben hier so diese lustigen Lurche, oder wie der Kollege Gronk das immer sagt, also so Leguane. Und wir haben Hasen. Es sollen auch irgendwo Meerschweinchen wollte ich gerade sagen, Waschbären im Wald befinden. Ich habe allerdings noch keinen gesehen. Warten wir mal ab. Wie gesagt, es gibt zwei Stämme hier von Eingeborenen, die sich auch gegenseitig bekriegen, was ich relativ spannend finde. Auch das habe ich noch nicht gesehen. Auch da hoffe ich, dass wir noch die Möglichkeit haben, uns das anzuschauen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir setzen uns ein paar Ziele für das jetzige Let's Play, die wir erreichen wollen. Und sehen erstmal, wie weit wir kommen. Ein Ziel, ich habe gehört, es gibt jetzt ein Baumhaus. Das würde ich mir ja schrecklich gerne bauen. Ich finde, das ist ein ganz gutes Ziel, mit dem man anfangen kann. Also wir werden erstmal jetzt gleich unseren kleinen Unterschlupf bauen, dass wir speichern können und schlafen können. Wir werden uns ein Feuer machen. Und dann können wir eigentlich anfangen, ein Baumhaus zu bauen. Und das würde ich halt auch ganz gerne machen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe gehört von Pfeil und Bogen, die es jetzt gibt. Und man kann irgendwie andere Hiebwaffen aus abgekochten Schädeln und so weiter herstellen. Es gibt diverse neue andere Sachen, die man bauen kann. Irgendwie ein Trockenfischdeck und solche Geschichten. Alles super. Wir fangen erstmal ganz von vorne an und schauen jetzt erstmal, dass wir den ersten Tag hier überleben. Denn auch das soll mittlerweile gar nicht mehr so einfach sein. Gott sei Dank. Ist ja auch ein Survival-Spiel. Nein. So. Hier sind wir an meinem geliebten Strand. An dem leider diesmal, glaube ich. Nee, leider ist. Es gibt ja ein Schiff, was immer random spawnt. Eine kleine Segeljacht. Und da hat man immer die ein oder anderen interessanten Sachen gefunden.
Die ist jetzt nicht hier, die Segeljacht. Vielleicht finden wir die noch woanders. Wir werden sehen. Ich bin jetzt natürlich momentan gerade absolut auf dem Präsentierteller. Mal zusehen, dass man sich hier relativ schnell wegbewegt. Für den Anfang ist es ganz gut, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen ziehen und vor allem auch Stoffe aus den Koffern holt. Weil solange wir die Stoffe haben, sind wir halt auch in der Lage, Mollys, also Molotow-Cocktails zu bauen. Womit wir uns am Anfang wehren müssen. Denn es gab mal eine Flare-Gun, das gibt sie wahrscheinlich immer noch. Diese ist allerdings noch sehr, sehr schwer zu finden. Oh, es gibt übrigens auch völlig unnütze Tennisbälle, wie ihr gerade gesehen habt. Die sind leider sehr, sehr viel zu finden. Und ja, nee, die Flare-Gun, sehr schwer zu finden. Und dementsprechend würde ich mich so ausrüsten, als wenn ich sie gar nicht finden würde. Weil sich darauf zu verlassen, kann durchaus sehr lange dauern für die Suche und das muss ja nun nicht sein. Köpfe kann man immer gebrauchen, wenn man nämlich so schöne abschreckende, man kann so Totems machen aus menschlichen Körpern. Sollen die Eingeborenen angeblich abschrecken. Ich weiß nicht, ob das so ist, beziehungsweise ich finde, es ist immer sehr schwer. Hallo? Ich dachte, ich hätte dich mitgenommen. Habe ich nicht. Kann ich nicht mehr tragen. Nun gut. Ich finde, es ist sehr schwer. Also es wird immer von den Entwicklern wird sehr viel versprochen. Allerdings ist immer nicht so ganz klar nachzuvollziehen, inwieweit das Ganze auch tatsächlich funktioniert. Da die KI angeblich der Angeborenen sehr hoch sein soll und man natürlich immer Schwierigkeiten hat, wirklich tatsächlich zu beobachten, wie sie wo drauf reagieren, muss man einfach mal davon ausgehen, dass was der Entwickler sagt, auch tatsächlich richtig ist. So, wir haben, ihr seht, wir haben in unserem Inventar erstmal schön gesammelt. Sehr, sehr wichtig hier die Häute der Reptilien können wir als sexy Netzhandschuhe anziehen. Ganz großartig. Ich habe das mit trägerlosen Strümpfen auch noch vor. Und sie schützen uns zusätzlich noch vor Schaden durch die Eingeborenen. Sehr, sehr großartig. Sollten wir immer zusehen, dass wir davon genug an Bord haben. Ja. Und das Erste, was wir jetzt machen, sollte sein, wir bauen uns ein Feuer, damit wir uns etwas kochen können. Das stellen wir mal gleich schön hier hin. So, zack, auf die Vögel. Und wir bauen uns eine kleine Hütte. Wir nehmen jetzt diese Hütte, die nur aus Blättern ist, weil wir wollen ja relativ schnell dazu übergehen, ein Baumhaus uns zu bauen, wo wir uns dann tatsächlich häuslich niederlassen. Wo wir uns häuslich niederlassen. So, wir fangen jetzt aber erstmal an hier. Na komm schon. Alles das, was wir brauchen zu bauen. Und schon kommen wir an unsere Grenzen. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, das ist unser Hauptziel heute des Tages. Wir bauen unseren kleinen Shelter und unser Feuer und begeben uns jetzt mal auf die Suche. Im wilden Land. Auf der Suche im wilden Land. Wilde Reise durchs wilde Land. Es könnte ein Titel aus einem Karl-May-Roman sein, finde ich. So, was brauchen wir denn überhaupt? Also, wir brauchen Blätter. Da empfiehlt es sich immer wunderbar, diese Büsche niederzuhauen. Und Steine. Hallo. Oh. Es regnet. Wie schön. Ja, auch das Wetter ist eine unberechenbare Größe in diesem Spiel. Hallo. Zack. Kann einem manchmal ganz schön, also man soll angeblich, also wenn ich hier dieses komische Gerät anmache, soll angeblich man ja auch auskühlen können. Trotz Regen scheint es momentan immer noch 37 Grad zu sein. Ich weiß nicht, inwieweit dieses Gerät überhaupt funktioniert. Und ich glaube einfach, dass es momentan einfach nur Zierde ist. So, wir brauchen noch Sticks. Ah, wir können nichts mehr tragen, also gehen wir erstmal zurück und bauen weiter. Es ist ja auch nicht mehr allzu viel, was wir brauchen.
Ja, wie gesagt. The Forest, erster Tag. Ich freue mich total auf dieses Let's Play, weil, wie gesagt, ich spiele es schon sehr, sehr lange. Habe aber nie so das Gefühl gehabt, dass es so weit wäre, dass ich mich daran traue. Da ich ja Let's Play-mäßig auch noch ziemlich am Anfang stehe. Fantastisch. Und habe immer so gedacht, okay, wenn das später mal ein bisschen weiter ist und so und auch ein bisschen schicker, dann kann man damit was machen. Und jetzt neulich, wo ich dann gesehen habe bei den Kollegen, die das Let's Played haben, dass es jetzt langsam an so einem Punkt ist, wo es sowohl ansehnlich als auch längerfristig spielbar ist, dachte ich, ich fange damit einfach mal an. Ja, unser erstes Etappenziel haben wir ja gleich schon erreicht. Das war jetzt ja diesmal auch nicht so der Mörderpunkt. Vielleicht, das könnte auch Spaß machen, vielleicht könnt ihr auch einfach unten in die Kommentare schreiben, was mein nächstes Ziel sein soll. Und dann werden wir das halt einfach zusammen machen. Fände ich ganz großartig. Zusammen ist immer gut. Oh, verdammt. Oh, 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 verdammt. Seht ihr? Zu viel gequatscht. Einmal nicht aufgepasst. Und schon kommen die Wilden an. Und wir haben auch noch überhaupt gar keine... Oh je. Wir haben überhaupt keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich auch echt nicht gut. So, ich schlage vor, um es zu verteidigen, machen wir uns mal gerade ein paar Mollys. Da ist noch keiner da. Weil da kann es dann schnell mal brenzlig werden. Hunger haben wir eh. Das ist praktisch. Schmeißen wir uns was auf den Grill. Ein Häschen. Ja. Aber man sieht schon, ich glaube, nähert es sich schon dem Abend. Das scheint mir alles so ein bisschen. Da hinten sieht der rau reif übers Land oder vielmehr übers Meer. Es könnte sich schon gegen späten Nachmittag, es könnte sich um den späten Nachmittag handeln. Was so viel bedeutet, wenn wir die Hütte heute noch voll kriegen wollen, was wir sollten, weil dann haben wir, sind wir in der Lage, tatsächlich zu speichern. Dann sollten wir uns etwas beeilen. Aber erstmal gibt es was zu essen. Fantastisch. Ich finde, wir wagen uns noch mal vor in die Höhle des Löwen und sehen... Ah! Okay. Das ist aber keiner von denen da hinten. Entschuldigung. Der Bucklige. Ah ja, das sind die Kannibalen. Die Kannibalen unterscheiden sich im Körperlichen von Eingeborenen so weit, dass sie braun sind und anscheinend etwas gebeugt gehen. Ich fühle mich etwas unsicher, wenn der Kollege hier im Gebüsch rumstreunt. Jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Ah, unheilvolle Musik kündigt sich an. Da ist er. Zwei. Eins, zwei. Er hat uns gesehen. Ist es eine Sie? Madame, verehrte Dame, ich wollte nicht stören. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Sie hat uns gesehen. Jetzt rennt sie weg. Es kann sein, dass sie ihre Kollegen holt. Wäre ja nicht so schön. So, ich schlage vor... Der Tag neigt sich dem Ende. Fantastisch. Ich schlage vor, wir gehen wieder zurück in unser Lager und werden jetzt das gerade noch fertig bauen. Genug Sticks haben wir jetzt. Und hoffen einfach mal, dass die werte Dame uns nicht von unser Allerheiligstes folgt. So, wir haben hier ein wunderschönes Zelt mit einem herbstgoldbraunen Blätterdach. Naja, eigentlich eher... goldenen, güldenen Blätterdach und ein Feuer, das soll uns für jetzt erstmal reichen. Morgen, am nächsten Tag,
schlage ich vor, beginnen wir mit dem Bau unseres Baumhauses. Ich weiß gar nicht, habe ich schon gezeigt? Ich glaube ja. Ich möchte dieses alpine... Oh, das haben wir noch verbrannt. Fantastisch. Das fängt ja gut an. Oh, das Hähnchen... Oh, das Häschen hat sich auch verbrannt. Das tut mir leid. Aber wir wollen es ja nicht verkommen lassen. Ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. Also, ich möchte gerne dieses wunderbare alpine Baumhaus. Warum auch immer es alpin heißt, weiß ich nicht. Aber es ist ein Baumhaus. Vielleicht heißt es alpin, weil es so weit oben auf dem Baum ist. Ich kann es nicht sagen. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentarfelder. Dieses Haus werden wir morgen bauen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wir legen uns ins Bett und schlafen eine Runde. Ich sage bis zur nächsten Folge und gute Nacht.